Hallo und herzlich willkommen zum Rule Breaker Weekend League Event. Zieht euch rein, was wir hier aus den Packs gezogen haben und im Anschluss die 20 Spiele Weekend League. Welche Rang holen wir? 14 Siege ist das Ziel. Haben wir FIFA 22 geholt? Schaffen wir die direkt hier in FIFA 23? Bleibt gespannt und bleibt dran. Da sind wir doch. So, wir sind drin. Nächste Packs werden geknallt. Jetzt geht's los. Wir fangen klein an. Step by step. Ja, gut. Aguet. Mit dem habe ich Bolzplatz gespielt. Ey. Da kann, muss aber nicht. So da der Belé. Würde schmecken. Sag ich euch, auf wie es ist. Auf jeden Fall. Für knapp 80k. Christiansen. Ich will was. Ich will Lichter sehen. Ich will die Lichter sehen. Walker! Oh, Lichter! Schmeichel! Kaspar! Koulibaly! Mané! Sané! Wir wollen die Kracher sehen! 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 Tomori? Ah! Komm schon, jetzt eine Bombe, jetzt, eine fette komm, Bombe hier. Komm. Lichter. Immer Spanien schon Schrott. Seltene Spieler weg. Goretzka? Schade. Und das. Aus allen Packs kann alles kommen. Kann alles kommen. Lichter? Spanien. Wenn ich diese Spanien sehe, kotze ich einfach. Aber Walkout sogar. Laporte. Da sage ich nichts zu. Der ist Legacy, den kann man spielen. Kann? Oh, Digga, ich wollte schreien gerade. Mir ist wirklich Herz in die Buchse gerutscht. Lichter. Schmeichel. Mann. Da kriegen wir alles weg. Packs gönnen richtig. Komm, eine fette Bombe jetzt. Tagliafico. Walkout? Laba. Walkout? Messi! Martinez. Lichter? England? Henderson. Lichter? Araujo. Wollt's eh holen. Die 1000 Münzen nehmen wir mit. Jumbo Premium Gold Pack. Lichter. Ich sehe die Lichter, Mertens. Nee. Castells. Finale. Stopp. Oh. Bremer. Hier stelle ich euch mein Team vor, was ich die Weekend League gespielt habe. Wir hatten eine Fünferkette, hinten drin mit Hakimi, den drei Brechern und Mondi. Kessié und Renato Sanchez waren die Mittelfeldmotoren, Benzema, Valverde und Vinicius, unser Starspieler, vorne drin. So, noch ein paar Grundlagen oder Infos, die ihr wissen müsst. Die Weekend League hat mich gebrochen. Warum? Ich habe Freitag alle Spiele am Stück gespielt, keine Pause gemacht. Wir haben gut angefangen, das sieht man auch jetzt hier gleich. Aber haben dann, ja, semi-gut beendet, würde ich behaupten. Woran hat es gelegen? Das ist hier die Frage. Der Schuss, warum der nicht sitzt, ist mir auch ein Rätsel. 2-1 gehen wir hier in Führung. Noch vor der Halbzeit, wichtig und richtig. Und Vinicius war unser Spieler, diese Weekend League. Vinicius war einfach unser Spieler. Guck mal, wer hier die Ecken schießt bei mir. Unglaublich. Das hat sich natürlich dann später wieder umgestellt. Erstes Spiel fing sehr gut an. Vinicius nimmt hier komplett auseinander. 3-1. Der Gegner versucht nochmal ranzukommen. Guck mal bitte, was jetzt hier passiert. Dieser Fehlpass. Diese Flanke. Dieses Gegentor. Wirklich selber schuld dann. Kann man wirklich nicht meckern. Hier haben wir Glück. Navas hält. Der Gegner muss hinten aufmachen. Wir greifen an. Zeigen, was wir mit Valverde drauf haben.
und vollenden. Das war das 1-0, erster Sieg, zweite Partie, fängt direkt mit dem Elfer an, der gehalten wird. Boah, Elfer war auch so eine Sache bei mir, aber dazu kommen wir später. Wir lassen uns nicht unterkriegen, machen dann das 1-0, direkt der Rage Quit vom Gegner. Zwei Siege haben wir. 2-0 stehen wir, rein in die dritte Partie. Der Gegner steckt hier schön durch, knallt mir das 1-0 direkt zu Beginn, aber nicht mit Vinicius. Der Junge, der kann was am Ball. 1-1 Ausgleich, wir kommen Benzema, Roletta und 2-1. Zweite Hälfte, wir führen, Flanke, Kopfball, drin ist das Ding. Jetzt sind wir nur noch am Kontern, mit der Führung im Nacken, rückquerlegen, 4-1. Ja, das ist der Rage Quit. 3-0 stehen wir, rein in die vierte Partie. Sie läuft schon hier unglücklich, irgendwie den Ball verloren da im Mittelfeld und Cristiano Ronaldo macht das 1-0. Vinicius mit dem Ausgleich und Schlag auf Schlag geht es hier mit Ronaldo weiter. 2-1 für den Gegner. In der zweiten Halbzeit kommen wir direkt zu Beginn wieder. 2-2 stecken dann nochmal durch, 10 Minuten später. Lupfer ins lange Eck, OP. 3-2 führen wir hier und jetzt müssen wir das eigentlich souverän runterspielen. Aber nein, Ronaldo 82. Minute. Mit dem 4-3-3 und jetzt mit dem 4-3. Was soll ich euch sagen? Ronaldo sogar nochmal mit dem 5-3 in der Verlängerung. Ich versuche hier irgendwie ranzukommen, aber da wollte nichts mehr reingehen. Nunes eingewechselt. Der zeigt auch nochmal, was er kann. 5-4 alles nach vorne geworfen, aber reicht leider nicht. 3-1. Nächste Partie. Fünfte Partie. Fangen wir hier stark an. 1-0. Dann wieder ein Fehlpass. Und wir kassieren das 1-1. Und solche Schüsse gehen nicht rein, ich verstehe das nicht. Gegner steckt durch. War das ein Lupfer, was war das? 2-1 für den Gegner. Wir werfen alles nach vorne, verlieren 2-1, so unnötig. 3 Siege, 2 Niederlagen jetzt einfach. Fangen hier in der 6. Partie schön an mit dem 1-0 von Valverde. Und können uns hier früh den Ball erobern. Stecken durch. Und das ist so ein gewöhnlicher Spielaufbau bei mir. Über die Flügel, meistens über die Flügel, dann nach vorne in die Spitze, frei der Vinicius und 2-1, 2-0 Rage Quit. Das war der vierte Sieg. Wir kommen in der 7. Partie mit Benzema, 1-0 Vinicius, 2-0 in der zweiten Hälfte und der Lupfer ins lange Eck, 3-0. Das war der nächste Sieg. In der nächsten Partie fangen wir direkt in der Verlängerung an, weil es das Spiel einfach 0-0 ausging nach 105 Minuten. 110. Minute habe ich es. Guckt euch diesen Elfmeter an. Ich hatte es auf Fuß. Lucas Moura läuft allein aufs Tor und oh mein Gott, ich bin durchgedreht. Und guckt euch dann diesen Gegentreffer in 120 plus 22. Wir sind schon in der nächsten Partie. In der nächsten Partie, boah, da ging es bergab einfach. Guck mal bitte. 2-1 führen wir. Kassieren dann das 2-2. 90. Plus 2 geht natürlich nicht rein, aber 90 plus 7, dann sowas für den Gegner. Boah, ich glaube das nicht. Vinicius kommt nochmal ran und 3-3. Retten wir uns hier ins Elfmeterschießen oder was passiert hier? Was passiert hier? Wieder in der 120. plus einfach einen Treffer bekommen. Das war einfach wirklich nicht von dieser Welt. Hier sind wir schon den Ausgleich am machen. 1-1, der Gegner war nicht schlecht, steckt die durch. Und 2-1 liegen wir wieder hinten. Guckt euch das an, diese Dribbling von mir. Die selber schuld, was ich da mache. Direkt Niederlage kassiert. Und rein in die nächste Partie. Der Gegner ein bisschen lost. Schenkt mir hier das Tor. Ich habe danach noch einen Elfer, den ich verwandle. Ausnahmsweise. Dann noch eine schöne Eckenvariante. So mache ich die immer. 3-0. Funktioniert nicht immer, aber Rage wird war da. Nächste Partie. Liegen wir wieder hinten. Schöne Flanke vom Gegner. Aber dass so ein Ball reingeht, das ist doch wirklich unglaublich. 2-0 hinten. Nichts geht wieder bei mir rein. Und 3-0 hinten. Da war wirklich schon Ende im Gelände, kann man fast sagen. Obwohl ich hier noch den Ausgleich Anschluss mache. 3-1. Boah, was ein Dribbling. 3-2. Zeit ist noch da. Können wir das Ding noch machen? 3-3, Lucas Moura und Nunes läuft allein aufs Tor und versemmelt einfach, aber nicht im zweiten Versuch. 4-3 für uns in der Verlängerung, 120 plus und guckt euch das schon wieder an. Elfmeterschießen. 120 plus kassiere ich wieder das 4-4 und guckt euch dieses Elfmeterschießen an.
2-1, 2-2, 3-2. Ich gleiche aus. 4-3. Junge, 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 wir haben die ganze Nacht geschossen. Wir haben wirklich die ganze Nacht aufs Tor geschossen. Das wollte einfach nicht enden. 5-5. Junge, Junge, Junge. Mir wird jetzt schon schlecht, wenn ich hier... Ich zitter am ganzen Körper, wenn ich das jetzt hier angucke. 8-7 und dann der Fail. Wir verlieren Elfmeter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, einfach. Nächste Partie. Wir waren schon gebrochen. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Ab dem Zeitpunkt waren wir wirklich so... Komm, juckt mich gar nicht mehr. Die Weekend League ist eh verloren. Obwohl wir hier eigentlich gar nicht mal so schlecht gespielt haben. Kommen nochmal 2-2, sind wieder in der Verlängerung. Ja, kassieren da in der 100. Minute das 3-2, werfen alles nach vorne und hinten haben wir dann natürlich Schweizer Käse. Kassieren das 4-2 und noch das 5-2. Was willst du machen? Was willst du machen? Verlierst du die Dinger wieder in der Verlängerung? Wir pushen uns weiter, machen hier das 1-0. Der geht leider nicht rein. Dafür kommt der Gegner mit einem Longshot 1-1 dran in der 87. Ich habe dafür noch einen Elfer bekommen in der 90+3. Minute. Den haben wir souverän versenkt und sind schon im Gegentor im nächsten Spiel. Was soll ich euch sagen? Wieder laufen wir hier im Rückstand hinterher, versuchen ranzukommen, aber Benzema trifft zum 2-0 und Lewandowski zum 3-0. Da hatte ich wirklich keinen Bock mehr, bin einfach rausgegangen. Das wird jetzt in Zukunft hoffentlich nicht so oft vorkommen, aber an dem Tag, in der Nacht, da war wirklich... Durch die ganzen Verlängerungsspiele, durch die ganzen Elfmeterschießen, da war ich ein bisschen gereizt, sag ich mal so, wie es ist. Trotzdem versuchen wir hier wenigstens die 11 Siege zu holen. 14 war ja Ziel. Und wir führen hier auch zur Halbzeit in einem 3-2-Torspektakel. Latte, Kopfball oder doch kein Kopfball, Brust und Tor, 4-2. Der Gegner kommt nochmal rein mit einem 4-3. 7 Tore nach 50 Minuten, unglaublich. Hier sogar 8 Tore. Und jetzt sollte der Deckel drauf liegen, ne? Oder wie man so schön sagt. Ragequit vom Gegner. Und wir befinden uns in den letzten Partien. Da können wir nochmal richtig auf den Deckel bekommen. 2-0 hinten. Querpass. 3-0. Und da war bei mir Ende. Ende im Gelände. Letzte Partie. Wir versuchen nochmal alles. Der Gegner, was ein Dribbling, hat der gut gemacht. 2-0 hinten, wir stecken durch, machen noch den Anschluss. Wir haben noch genug Zeit, das Spiel zu drehen. 2-1, wir kommen nochmal in der 28. Minute. 2-2, Benzema ist durch, sitzt einfach nicht dieser Ball. Aber was war das denn bitte? Wir führen 3-2 und das war der Sieg im vorletzten Spiel. So, wir brauchten jetzt einen Sieg, um den 11. Sieg klar zu machen. Was passiert? 2-0 schon hinten und 3-0, dann war bei mir Ende. Und schaut euch die Belohnung an. Bruno gezogen und Valencia. Wir nehmen doch Valencia mit, weil er so cool aussah. Und guckt euch die Packs an. Guckt euch bitte die Packs an. 10 Siege, 10 Niederlagen. Wen ziehen wir? Matip. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und guckt euch dieses Kaliber an. Das ist doch... Pate! Ja, da hatte ich auf jeden Fall Bock, Pate zu machen. Noch hat uns hier nicht gegönnt, weder in der Weekend League noch im Rule Breaker Event. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA Ultimate Team. Gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns morgen. Bis dahin.